Ich kann mal runtergehen, aber wollen wir das? Was ist das hier? Also da kommt man noch nicht, da kommt man nicht durch. Das ist wohl eindeutig. Da muss ich doch mal nach unten gehen erstmal und mal gucken, ob man da einen Schlüssel für findet oder so. Mal gucken, ne? Mal gucken, wo wir hier landen, hier unten lang gehen. Dann sehe ich hier gar nichts. Ach du, was willst du? Ja. Noch mehr Geld. So. Meine Güte, wir sammeln ja richtig viel Kohle ein. Aber hilft uns nicht weiter, aber hilft uns gerade auch nicht weiter. Sagt das denn man den Sachen, die man mit Geld nicht kaufen kann? Oh, was zum Teufel wollt ihr denn? So. Ach Gott, was wollen die denn? So, komm her. Was ist das hier? Aktion. Schlüssel des Betrachters. Ein verzierter Schlüssel, in den das Symbol eines Auges eingraviert ist. Schaltet eine Barriere frei, die sich in der Nebel findet. Achso, das ist der Schlüssel dafür. Für die Barriere da oben. Das ist jetzt, hätte ich nicht gedacht. Das war jetzt einfach. Das wäre später wahrscheinlich die Suchaktion deutlich schlimmer. Jetzt muss man nur ein paar Stockwerke runter, dann hat man es schon gefunden. Ja, warum deponiert man eigentlich eine Schlüssel so nah am Schlüsselloch? Warum ist das eigentlich so? Ist das nicht ein bisschen doof? Weil wenn man will, dass man da nicht reinkommt, dann macht man das mal voll nicht, ne? Da hoch, genau. Da hoch, so, mal gucken. Okay, hier. Aktion. Bumm, aua. Der blutige Schlüssel. Ah, war angekommen. Hallo. Um die Engel. Hier lang. Da ist nichts. Nur ein Dämonentrick. Ich weiß, was ich sah. Er hat recht. Uriel. Es ist da, unter dem Gestank dieses Ortes. Man spürt es, uralt. Wieder von der weißen Stadt noch aus den schwarzen Tiefen, dazwischen verloren. Jetzt sind wir auf so einem Reit hier, jetzt sind wir auf unserem Pferd zum Fliegen, oder so. Engelsbestie, drücken Sie RT zum Schießen, drücken und halten Sie RT, um Feinde als Ziel für Homing-Schüssel zu erfassen. Homing-Schüssel zu erfassen. Ja, warum sagen die jetzt hier Homing? Heißt eigentlich nur für gelenkte Schüsse, also zielerfassende Schüsse. RT. Man schießt ja einmal hier rum. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Meine Güte, was ist das für eine Passage? Ganz schön übel.
Erinnere mich hier an Dragon Orter oder so ähnlich. Wie das heißt. Oh. Hier, ich weiß gar nicht, wie hießen das Spiel mit diesem Drachen, wo man da Drachen reitet. Heißt ja hier Dragon, ne? Dragon Orter oder so ähnlich. Komm schon. Erinnert mich wirklich ein bisschen daran hier an dieses Spiel. Ein bisschen rumballern hier. Luftangriff. Der Tod aus der Krieg aus der Luft. Der Krieg aus der Luft hier. Rebel Assault, ja, genau wie Rebel Assault, nur mit dem Drachen oder so. Komm schon. Verdammt. Na komm schon. Scheiße. Verdammt, das war jetzt ein bisschen, da habe ich jetzt versagt ein bisschen. Das war einfach schlecht, ich muss mich ein bisschen mehr bewegen, wäre vielleicht eine Idee. Verdammt! Boah! Hilfe, so! Fahr noch wegräumen, so! Geht weiter! Verdammt nochmal, was ist das hier? Die sterben nicht weg, diese Typen! Mann, die sterben nicht weg! Haben die so, ich krieg das nicht ganz so gut hin, ich bin guter Spieler, ich merke das! Dann muss ich auch mal alles dreifach und vierfach hier manövrieren, kann ich doch alles gar nicht, ich bin doof! Das ist denn Hilfe! Ja, den hab ich nie gekriegt. Brauchen wir nichts zu machen. Einfach nur reinhalten. Da, guck mal, was ist das denn da? Auch nicht gekriegt. Verdammt nochmal. Hab ich erwischt. Das war schlecht. Oh, hilf, man ballert hier nur durch. Kann er mehrere machen, ah ja.
Mann, geh kaputt, du Mistvieh. Mann! Komm schon! Na also! Ach, das Feuer! Gar nicht so einfach! Ja, da mit den mehreren habe ich gar nicht so realisiert! Das war jetzt nicht sehr toll, aber wir haben es irgendwie bisher hingekriegt! Ach ja! Einfach mal zielen. Oh oh. Kommt noch einer. Ein großer, oder? Können wir ja richtig viel ausgeben. Oh, meine Güte. So. Ja, sind wir mal weg. So. Oh, erwischt. Ja, komm, bisschen besser klar, weil ich mittlerweile klar mit bisschen gelernt habe. Ach du meine Güte. Komm her. Zu weit weg, oder? Zu weit weg. Oh oh. Oh oh, Absturz. Zwillingskathedrale, aber wir sind mal angekommen. Hauptsache angekommen, würde ich sagen. Oh ja. Nehme ich an. Schätze, sie war heute nicht auf Besuch eingestellt. Das war also Tiamat. Das war also Tiamat. Naja, ist ja nicht gerade angenehm. Ich dachte, man würde etwas freundlicher begrüßt werden, wenn man schon mal den ganzen weiten Weg macht. Also, ich weiß ja nicht, ne? Also. Na, komm her. Ach, verdammt nochmal. Geht einfach. Dankeschön. Da oben, da komme ich doch niemals hin, da komm her. Komm her. Ach, verdammt nochmal. Jetzt komm nochmal, du Mistvieh. Danke. So. Dankeschön. Warum nicht gleich so? Mann, da hinten noch was. Noch mehr potenzielle Gesundheit. Ja. Ach, wieder verdrückt. Ja. So wird das aber nix. Wenn man immer einen Treffer kassiert, dann hat man weniger als vorher. Seht ihr? Das war schlecht. Ja, das war schlecht wie alles, was im Plan, was ich hier spiele. Aber sind wir ja angekommen. Einmal gestorben unterwegs. Naja. Egal, ne? Hauptsache man kommt irgendwann durch am irgendwann mal. Oh, hier gibt's noch mehr Energie. Naja dann. Was ist das hier für Teile? Diese Steine nutzen, das ist gut. Ja, fall vielleicht noch. Okay, haben wir uns jetzt hier zur Zwiele-Kathedrale durchgeschlagen. Naja, durchgeballert. Ne, ich glaube, heißt doch Dragoon Orta oder so, als ihr spielt mit den Drachen da. Irgendwie so ähnlich, ich hab das auch ab. Da ist man auf Drachen und muss dann einfach nur rumballern. So, mal gucken, was gibt's denn hier? Keine Etage. Finden Sie Tiamat und nehmen Sie Ihr Herz. Na, das klingt ja nach einfachsten Übungen, oder? Also, ich meine ja nur. Bestimmt nicht leichteres. Ach, hier ist eine Vulkanposition. Oh Mann. Der ist hier überall. Sei gegrüßt. Wenn der überall ist, warum kann man dann wirklich mal mitreisen? Also, mal mitreisen. Leeres Gefäß. Aha. Mal gucken, die Sense. Steinhaut, was ist das?
Kriegsfleisch verhärtet sich und die Angriff, den Angriff der Feinde. Steinhaut. Ach, man kriegt damit also Zorn. Man kann damit diese Zorn aufladen. Aha. Gesperrt. Kriegen wir Scheiß Peter irgendwann mal. Kann ihre Feinde auch mal vernichten. Ja, die Sense, die lacht mich schon die ganze Zeit schon an, aber... Wie ich sie mal nicht kaufen soll. Weil Sense assoziiere ich echt mit Tod. Mit unserem Bruder Tod, echt. Aber... Ach, komm her. Sense, die massive gebogene Klinge der Sense eignet sich für größere Schwünge, die mehrere Feinde auch mal vernichten. Aha, guck mal an. Wurde gleich was Neues freigeschaltet hier. Ah, zoom mal an. Interessant, jetzt haben wir gleich hier was Neues freigeschaltet. Ein vertikal gedrehter Sendenstoß mit Y-Taste. Kreissing-Angriff, Todsrage. Ein wilder Angriff mit mehreren Treffern. Mal so ein Ding. Äußerst geschickt, mein Freund. Nimm mal so ein Ding mit. Reichweite des Angriffs. Kraftschlag hört sich auch gut an. So, sind wir auch pleite. Haben wir alles am Kopf gehauen. So, drücken Sie, um Kriegsheiten auf zu wechseln. Ah ja. Ach, kann man also mit beiden Waffen gleichzeitig kämpfen. Ah ja, interessant. Das ist ja bestimmt vorteilhaft, wenn man die dabei hat. Die Waffen von Gebrüder Tod. Hoffentlich mal. Hoffentlich ist er nicht böse. Wenn wir es einfach mal mitgenommen haben. Ja, Darkseid als Scheißbimmel angeblich tot übrigens. Im zweiten Teil, deswegen. Da will er die vielleicht wieder haben oder so, wer weiß das schon. Was denn? Was ist das? Was ist das denn? Na? Ein wunderbar gearbeiteter Kristallklingel, die genauso aussieht wie jene Schwerter, die ja, wie was? Das ist die gelbe Weltkarte. Ah ja, die sieht mal ordentlich aus. Jetzt weißt du noch was? Was im Gange? Was habe ich jetzt hier geändert? Kann nur eine dritte Waffe mitnehmen? Weil einfach nur eine stärkere Klinge aussieht, aber die stärker zuhaut. Warum auch nicht, ne? Schade bestimmt nicht, ich beschwere mich ja nicht. Ich bin relativ gut dabei. So.